Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute habe ich mir wieder was für euch überlegt. Ich grill für euch Picanha, also in Brasilien nennt man es Picanha. Hier in Paraguay Tapa Quadril oder Tapa de Quadril und in Deutschland eigentlich bekannt als Tafelspitz. Nur hier in Paraguay hat das einen schönen Fettdeckel. Tapa Quadril eigentlich grob übersetzt Hüftdeckel und das passt auch gut, weil das ist halt, das ist ein Stück, was über der Hüfte liegt, also wie so ein Deckel quasi. Und das grill ich euch wie in Brasilien und dazu mache ich euch so eine richtig leckere Käse-Chili-Creme-Soße. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Fleisch an. Zum Fleisch. Hier gerade bei diesem Stück sieht man das besonders gut. Hier in Paraguay die Kühe, die werden meistens nur mit Gras gefüttert, weil die haben hier so viel Auslauf, die brauchen kein Futter. Und da sieht man besonders gut hier an dem Fett, das ist gelblich. Und wenn es gelblich ist, sieht man eigentlich schon, dass das mit Gras gefüttert wurde, das Vieh. So, wir schneiden uns jetzt ungefähr so die Breite, die Stücke. Guck mal einmal. Ja, passt doch, 5 Stück. Je nach Größe 5 oder 6 Stück. Achso, und das hat ungefähr 1,1 Kilo das Stück. Die gibt es aber halt größer, kleiner, je nach Rind. So. Dann fangen wir mit dem größten an. Das legt ihr euch eigentlich nur so wie so ein U. So, gucken, dass ich den Kameramann hier nicht ersteche. Und jetzt, ohne weh zu tun, da durchstechen. So. Stechen wir so hier drauf. Kann sein, dass ich das so ein bisschen ziehen muss. Ja. Und weiter damit. Man hört die Kühe sogar im Hintergrund schreien, die betrauen bestimmt ihren Freund oder ihre Freundin. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, ich versuche es mal lauter zu machen. So. Einmal schließen. Tut mir auch schon ein bisschen leid. So. Ich will das ein bisschen von dem oben hier weg haben. Und das kommt jetzt auf den Grill. Oder über dem Grill. Einschalten. Und über die Glut legen. Ich habe jetzt die Kohle hier direkt drunter gemacht, weil, weil das der Spieß ein Tick zu hoch ist. Wir müssen uns auch noch mal was anderes überlegen, aber Hauptsache das grillt. Und wir bereiten jetzt schon mal die Pfanne vor. Wir nehmen uns jetzt hier die Pfanne. Ich habe jetzt Fett genommen, ihr könnt aber auch Öl nehmen, aber das ist noch vom Bacon machen über. Was heißt vom Bacon machen über? Der Bacon, der war so fettig teilweise. Und da habe ich mir jetzt einfach als fetten Speck abgeschnitten. So, und das tun wir jetzt einmal übers Feuer, lassen heiß werden. Und dann machen wir mit dem Rest weiter. Kann schön direkt daneben liegen. Passt. Vor lauter Grillchaos habe ich gerade vergessen zu sagen, was wir noch dafür brauchen. Also zum einen Salz. Das muss ich jetzt gleich auch noch eben das Fleisch salzen. Das habe ich nämlich auch vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. Dann eine Zwiebel, eine Packung Schmelzkäse, ungefähr eine Paprika, ja, 2 bis 3 Chilis, eine Knoblauchzehe. Ein Glas Milch, vorsichtshalber, ich weiß noch nicht, wie viel wir brauchen. Salz und 1 Teelöffel Tomatenmark. Und wir gehen jetzt einmal eben das Fleisch würzen. Aber ihr könnt das auch im Nachhinein machen, also das ist jetzt auch nicht so wild. Und schön satt das Salz darüber.
Das sieht jetzt schon gut aus. Ist jetzt nur 10 Minuten, Viertelstunde, glaube ich, drauf. Ich hole mal jetzt hier den Speck raus, weil sonst wird er nachher zu dunkel. Und jetzt kommen gleich die Zwiebeln rein. Besser gesagt, die Zwiebeln und der Knoblauch. Das ist für mich Desensibilisierung mit dem Knoblauch. Mein Mann freut es natürlich. Jetzt kommen die Paprika, oder die kommt die Paprika und die Chili rein. Ich habe ja halb gemacht. Und das wird jetzt auch nochmal schön angeröstet. Mir reicht das jetzt so vom Bräunungsgrad. Wenn euch das jetzt nicht genug ist, müsst ihr einfach noch länger drauf machen. Ich tue jetzt das Tomatenmark noch mit rein und röste das mit an. Und guckt euch mal schon an, wie geil das Fleisch aussieht. Alter Schwede. Oh, das braucht noch. Das sieht jetzt gut aus. Sehr gut. Ich lösche das jetzt ab. Und holen wir jetzt mal eben den Schmelzkäse. Nehm mit. Und tu den Schmelzkäse jetzt mit da rein. Ja, das soll die Frischkäse sein. Das ist so ein Zwischending. Zwischen Schmelz und Frischkäse. Und jetzt rühren wir da gleich nochmal Milch rein. So, und jetzt einfach einrühren, bis die Konsistenz so euch gefällt. Passt. Wenn es zu trocken wird, einfach noch mal ein bisschen Milch oder ein bisschen Wasser nachgießen. Das kriegt man ganz schnell wieder flüssiger. Ich tue jetzt erstmal ein bisschen Salz rein und dann schmecke ich das mal ab. Und dann können wir auch gleich schon das Fleisch runternehmen. Jo, die ist gut. Dann noch kurz 1-2 Minuten kochen lassen und dann nehmen wir runter. Wir nehmen die Soße runter und jetzt gleich den Spieß auf. Und ich freue mich da auch schon drauf. Nochmal einmal durchrühren. Wenn die jetzt einem halt zu dick ist, soll er nochmal ein bisschen Milch reinmachen. Wenn sie zu dünn ist, ein bisschen drauf lassen. Aber das ist ja das Geile. Einfach nochmal aufs Feuer, wenn was ist. Und dann passt das. So. Ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen Deko abgeschnitten. Deko. Frische Kräuter sind immer gut. Einfach so ein paar Lauchzwiebelenden. Die schneide ich mir jetzt hier nur so ein bisschen rein. Ich mache das meist mit der Schere. Aber so eine Kleinigkeit, aber die macht geschmacklich auch nochmal gut was aus. Aber wer das nicht mag, muss das jetzt nicht machen.
Und jetzt kommt der Churrasquerie-Spieß, der Churrasco-Spieß. Dann erlösen wir den auch mal. Oh, guckt euch das mal an. Sieht der gut aus. Ich probiere es jetzt mal. Ich habe das noch nie selber gemacht. Wiener Churrasquerie. Schneidet man sich dann mal schön die Scheiben ab. Und von oben natürlich auch. Na, irgendwie ablegen klappt das doch. Perfekt. Na gut, je nach Churrasquerie können das natürlich besser. Jetzt ist, für mich ist das perfekt eigentlich. Das ist auch noch saftig, wenn ich da mal so drauf drücke. Dann seht ihr das. Für meinen Mann ist es wieder ein bisschen zu gar, glaube ich, aber ich grill ja. Also da müsst ihr halt gucken, wie ihr das haben möchtet. Man kann nie sagen, das muss blutig sein, das muss durch sein, das ist je nach Geschmack. Wir haben hier leichte Probleme. Den ganzen Tag ist es ruhig, aber sobald die Kamera an ist, flexen die da drüben. Aber ist ja nicht schlimm. Ich beeile mich jetzt einmal. Ich probiere einmal so ein richtig geiles Stück Fleisch mit der Soße. Mhm. Leute. Hört ihr? Noch ein Versuch. Ich beeile mich ganz schnell, weil sonst geht das gleich wieder weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir gehen jetzt schnell rein und essen. Guck mal, das muss ich noch essen. Richtig geil, ehrlich. Die haben mir so viel Auflauf aus. Hast du da jetzt schon ein Stück weggenommen? Das sieht man doch.